So. Let's go. Lass uns einen Samson-Run machen. Wie es aussieht, muss ich zu der Lamp. Wir versuchen unterwegs wahrscheinlich dann auch irgendwie Mega-Satan zu machen. Nee, ich hab schon mit dem Mega-Satan. Moment, wir machen der Lamp und mehr nichts. Ich hab schon Delirium auch schon gemacht. Was mache ich mit ihm? Okay, dann machen wir halt nur der Lamp. Also vielleicht komme ich auch zu Hush oder so, aber da muss ich halt schnell spielen. Oder Boss Rush, ja, da muss ich aber schnell spielen, ne? Können wir halt versuchen. Ich versuche schnell zu spielen, aber das Ding ist, wenn ich versuche schnell zu spielen, dann werde ich wahrscheinlich scheitern. Das ist so das Problem. Aber mit Samsung kann man theoretisch schnell spielen. Na, weil Samsung ist ja so, dass wenn er halt Damage bekommt... Oh, Homing! Homing Shots! Wenn der Pimmel ja Damage bekommt, dann wird er stärker. Also theoretisch, wenn ich tanky unterwegs bin... Aber das Doofe ist halt, ne, wenn ich darauf spiele, Damage zu taken, Digga, und dadurch dann stärker zu werden und dann Yalla Abfahrt, dann versorge ich natürlich mir die ganzen Devil Deals und Angel Deals, ne, die mich ja auch theoretisch um einiges stärker machen würden. Aber Homing ist schon mal ganz geil eigentlich, ne? Der Raum ist halt nur nicht so geil. Reale Sprech. Auf jeden Fall. Ja, okay, Jungs! Okay, nice. Brimstone und Devil Deal würde schmecken. Ja, Brimstone schmeckt immer, ne? Kommt mir der Stream kleiner vor, oder bin das nur ich? Der Stream kleiner? Was? Okay, das ist ja... Wir haben ja hier nur beschissene Starträume, wenn es darum geht, schnell zu spielen. Das ist wirklich ja nur Scheiße. Vielleicht warst du nie bei Isaac dabei oder hast du nie so bei Isaac drauf geachtet? I guess, weil normalerweise streame ich ja hier so. Aber bei Isaac ist immer ein bisschen schwierig. Wegen dem ganzen Layout. I guess, vielleicht deshalb? Habe ich eine Bombe? Ich habe eine Bombe. Psst, Chat. Das soll eine Überraschung sein. Vielleicht deshalb hast du dich irgendwie... Denkst du, es ist kleiner. Ja, alle wurden schon gespoilert. Die ganze Welt ist schon gespoilert. Ja, ich mache jetzt alle Räume, ne? Ich glaube, das wird nichts mit Boss Rush. Allein schon die erste Ebene, schon allein deswegen lohnt sich nicht mehr Boss Rush zu machen, ne? Oh mein. Aber der Titel passt ja nur zum heutigen Stream, ne? Ich habe ja gesagt, hey, ich bin der langsamste Isaac-Spieler und ich gebe mein Bestes, diesem Titel gerecht zu sein. Da ist, denke ich, der Shop, Junge. Und da wird sich gleich sowas von nicht lohnen, weil ich eh kein Geld habe, ne? Hallo, Escaped. Na? Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe auf jeden Fall in dieser Ebene ein schwarzes und ein blaues Herz bekommen. Und was habe ich nicht mehr? Genau, ein blaues und ein schwarzes Herz. Ja, also More Options ist geil, aber ich habe halt kein Geld leider, ne? Würde ich aber gerne haben. Würde ich gerne haben. Doch, könnte noch klappen, wenn du gute Items findest. Ja, wenn ich gute finde, dann ja. Aber auch wenn ich gute finde, ich muss halt, so wie ich gerade diese Ebene gemacht habe, darf ich halt eigentlich gar nicht spielen. So mich großartig umschauen, so. Goldraum und dann Yalla, Abfahrt. Ab nach Hause. Oh, das ist wirklich ein guter Start, Leute. Homing, Tears Shot, Tears Up ist schon an sich ein guter Start. Machen wir eine Gamba, ne? Machen wir eine Gamba.
Für die YouTube-Zuschauer, es tut mir leid. Das geht leider nur auf Twitch. Vorhersage Schaden. Leute, schaffen wir den Run? Schafft er den Run? Also Ziel ist es natürlich, Dilemm zu machen. Aber wer weiß, vielleicht machen wir noch unterwegs Boss Rush oder Hush. Ich glaube zwar nicht, dass das passieren wird, aber hey. Gebt mir alle eure Punkte. Tekken 8 macht mich sauer, was geht ab? Und hast du auch dein Gamepad schon kaputt gemacht? Ich habe auf dem Discord gesehen, dass Nico sein Gamepad kaputt gemacht hat. Oder was heißt sein Gamepad? Er hat sein Gamepad so geworfen, dass nicht sein Gamepad kaputt gegangen ist, sondern sein Kabel gebrochen ist. Oh! Okay, das war mein Devil Deal, Chat. Aber brauchen wir nicht, ne? Ich spiele eh ohne Devil Deal. Da ist der Goldraum direkt. Junge, diese Fliege! Okay, direkt beides hier. Direkt beides hier. Oh, oh. Leute, der Run könnte wirklich ganz nice sein. Ein billiges Herz. Billiges Diebesgut. Der Run ist es. Das sind schon mal ein paar nice Items, ne? Das sind so meine Tränen so mit Blitzen verbunden. Was ganz geil ist. Das mit Mandelmilch oder mit Sojamilch wäre geil, ne? Aber wie ihr seht, ich versuche schnell zu spielen und es geht halt nach hinten los, ne? Ich take gerade die ganze Zeit Damage. Das ist halt nicht so geilo. Ja, Conjoint wäre auch mit dem Blitzen ganz geil. Das stimmt. Ja, die nur so fürchterliche Räume. Also wirklich nur Räume, die man eigentlich nicht haben will, wenn man versucht, das Spiel schnell zu spielen, ne? Cadis Trophy. Conjoint wäre in dem Setup Exodia. Ich glaube, so krass dann auch nicht. Chill halt. Was meint ihr, Chat? Soll ich die Karte freibomben oder soll ich lieber nach Secret Raum versuchen zu finden? Oh, noch eine Bombe. Dann machen wir das. Two of Spades. Und Piercing auch noch. Conjoint und Piercing. Hier ist er, oder? Fick mich. Mech. Wieso habe ich das so komisch betont? Mech. Schade. Ich habe viele Schlüssel, ne? Range Down. Mann, ist das ein geiles Spiel. Chat, war noch irgendwas im Shop Interessantes drin? Erinnert ihr euch ja noch an den Shop? Ich habe doch eigentlich zu Isaac geändert. Wieso ist das wieder bei Just Chatting? Aber Dankeschön fürs Bescheid geben. Nur Car Battery war da drin. Den brauchen wir nicht. Ba-ba-bam, ba-bam, ba-da-da-da-dam. Ist euch eigentlich aufgefallen, Chat, dass seit dieser Woche mein Mikrofon ein bisschen anders klingt? Ist euch das schon aufgefallen? Oh. Neben taub, okay. Pentagramm und ich krieg trotzdem Devil Deal. Ah, alles scheiße. Also der Baby wäre für Conjoint ganz gut, ne? Aber ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, dafür jetzt
ein Herz wegzugeben, Chat. Also Conjoint wäre auf dem Bild auf jeden Fall stark. Aber das wäre halt jetzt das erste von drei Babys. Jetzt, wo du es sagst. Gamba gibt's schon. Ja, ich glaube, du hast hier verpasst. Ich habe irgend so einen Filter drüber gehauen, dass meine Stimme irgendwie ein bisschen crystal clear klingt oder so. Ich weiß nicht, ob man... Also mir ist das aufgefallen, wo ich die VODs dieser Woche kurz durchgeklickt habe und verglichen habe. Das fällt schon auf. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht nur, wenn man genau drauf achtet. Also ist das gar nicht deine Stimme? Nein. Ich bin jetzt einfach nur noch eine Puppe. So eine Handpuppe. Lohnt nicht. Also wenn ich drei Babys finde, dann werde ich schon echt stark. Aber ein Baby an sich ist halt schon sehr, sehr nicht lohnenswert für ein Herz. Aber Chat, ich gehe auf Conjoint. Ich hoffe, wir kriegen Conjoint. Komm, scheiß drauf. Scheiß drauf! Let's go. Hab ich schon gefragt, warum du so kristallklar klingst. Oha, einfach aufgefallen. Was macht denn das Ding? Das ist einfach nur ein Baby, das schießt einfach. Das ist ein recht schwaches Item an sich. Aber ja, wenn ich halt drei Babys habe, ne, dann bin ich conjoined und dann schieße ich also drei Schüsse in drei Richtungen. Und mit diesen Blitzen ist das ganz geil. Ist halt ein Gamble jetzt, ne? Kann natürlich sein, dass ich jetzt im ganzen Run kein einziges weiteres Baby mehr bekomme. Ah, Moment, das ist... Moment, das hat sich doch schon gelohnt, oder? Doch. Also die Tränen von dem Baby werden auch geblitzdingst. Doch, das hat sich schon gelohnt. Doch, das ist geil. Doch. Okay, jeder Minion ist eigentlich ganz geil mit dem Blitzen. Ja, ich dachte, das bezieht sich nur auf meine Tränen, nicht auf die Tränen von meinen Babys. Aber das ist ja stark eigentlich. Boah, gehen wir in den Raum da rein? Ich weiß nicht. Das ist halt eine goldene Kiste. Da könnte etwas Geiles drin sein, ne? Two of Spades macht Bomben doppelt, oder Chat? Oder Schlüssel? Shop? Keys, okay. Manchmal. Ah, Lockdown. Ah, ja, Broken, Leute. Bin ich nicht so der Fan von. Das wäre eigentlich ganz geil, oder? Jetzt habe ich noch ein Baby. Zählt dazu Conjoint dazu? Boah, das ist ja so ein Rando-Buddy, ne? Der zählt auch dazu. Okay, nice. Nice. Okay, 2 von 3. Brother Bobby mitzunehmen hat sich gelohnt. War eine smarte Entscheidung. Yo, pass durch. Was Marty Smarty? Was schießt er für komische Tränen, Mann? Irgendwie lila mit so einer Giftummantelung. Warum trinkt der junge Mann aus einer Blumenvase? Das ist keine Blumenvase, das ist eine Karaffe. Eine Blumenvase. Eine Blumenvase ist anders angeordnet, aufgebaut. Eine Blumenvase hat oben eine andere geformte Öffnung. Devil Deal Item. Ein Karaffe ist ein Gefäß für Getränke. Nicht für Blumen. Scheiße. Okay, sick. Oh, Messer? Ey, zweites Guppy-Item. Oh, Messer. Und dann habe ich keine Herzen mehr. Oh, ich weiß nicht. Messer? Ich weiß nicht, wie mit Messer wird mit dem Blitzen. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Ich mach meinen Blitz kaputt, oder? Also Messer ist an sich schon echt stark, aber, Chat, ich habe nur 2 rote Herzen. Wenn ich das Messer mitnehme, habe ich keine rote Herzen mehr. Und dann bin ich nur noch angewiesen auf blaue, schwarze Herzen. Und Messer
würde, denke ich mir auch, ja genau, meine Synergy, die ich gerade versuche aufzubauen, kaputt machen. Deshalb, auch wenn ein Messer stark ist und ich vielleicht damit echt schnell vorankommen würde, ich habe Bock, diese Synergy aufzubauen. Das wäre, glaube ich, interessanter und lustiger auch für den Run. Oh lol. Jetzt kriege ich ein Herz. Ich war noch nicht im Goldraum. Boah. Damit werfe ich so eine Bombe, ne? Und die platzt dann auf. Und wenn die aufplatzt, kommen dann Tränen raus, die ganz mit allen Blitzen verbunden sind? Das könnte eigentlich ganz funny sein. Komm, wir nehmen es mit. Ja, sind sie. Okay, das ist ganz cool. Okay, wie viel Zeit habe ich? Ich habe noch 8 Minuten ungefähr, Chat. Ich weiß nicht, ob das sich lohnt zu rushen. Ja, mit Homing sehr stark. Und Look Dark, hey, was geht ab? Was geht ab? Mit Homing schon sehr stark. Ja, okay, das ist ganz geil eigentlich. Das ist schon eigentlich ganz geil, ne? Jetzt muss ich ein bisschen Glück mit dem Dungeon-Layout haben. Das ist schon ganz geil. Das ist schon ganz geil. Oh, wieder eine Sackgasse. Ich muss eigentlich auch mal wieder Isaac spielen, aber bin bestimmt wieder mies drin geworden. Ja, ich spiel's auch immer wieder und bin immer wieder mies. Aber es macht trotzdem Spaß. Warum ich auf die Zeit achte, ich weiß nicht, ob du Ahnung hast von Isaac, aber es gibt zwei Bosse, oder was heißt zwei Marks, die versteckt sind hinter einer Zeit. Es gibt einen Boss-Rush, da musst du bis zu einem bestimmten Boss kommen innerhalb von 20 Minuten, dann öffnet sich nur die Tür zum Boss-Rush. Und dann gibt es noch einen Secret-Boss, den Hush. Da musst du bis zu einem bestimmten Boss in 30 Minuten kommen. Ey, nur Sackgassen. Chat! Wenn ich das Buch jetzt benutze, dann kriege ich ein schwarzes Herz. Aber dann wird mein Boss-Item ja ein Devil-Deal-Item. Aber ist das Devil-Deal-Item dann free oder muss ich dafür Herzen bezahlen? Kostet auch Herzen. Boah. Warum willst du die Secret Bosses machen? Für Schiefens? Ja, ja. Mein Plan ist es, das Spiel irgendwann auf 100% durchzuspielen. Ich weiß nicht. Ich habe halt echt nicht so viele Herzen, ne? Und wir haben ja eigentlich schon, ja, ich kann es theoretisch nach dem Boss benutzen, ne? Wir haben ja schon die Maske hier, den Kopf, dass ich eh immer Devil Deals bekomme. Ja, lass nach dem Boss triggern. Das ist besser als gar nichts, I guess. Ich muss meinen Finger jetzt ganz weit wegnehmen von der Taste, damit ich nichts aus Versehen benutze. Junge, was ist denn diese Ebene? Ich muss wirklich jeden einzelnen Raum clearen, damit ich den Boss finde. Boah, eigentlich habe ich gar keine Zeit hierfür, ne? Ja. Noch 6,5 Minuten. Das wird doch nix!
Oh, jo, er springt in mich rein. Na, WIP. Buch. Boah, das, der Run ist ja mies geil, ne? Da ist... Zählt das Turret Baby oder Brimstone dazu? Zählen zu Conjoint? Beide zählen dazu. Weil ich nehme dann nur den Turret. Nicht den Brimstone, oder? Also Brimstone ist auch geil, aber ich hasse mit ihm zu spielen. Da muss ich mal auf seine Ladung achten. Und Turret ist ja auch stark. Hab gerade mal das erste Mal die Chest eben abgeschlossen. Muss ich jetzt auch fünfmal machen, um noch weiterzukommen? Bei der Chest bin ich mir gar nicht sicher. Also bei Chest ist an sich schon Finale. Ich weiß nicht, du kannst halt noch Hush und so freischalten. Ich glaube, das war auch irgendwie fünfmal, achtmal. Doch? Okay. Ja, Felix weiß es. Felix ist Dead God. Nice. Conjoint, Leute. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich das Buch benutzt? Doch, habe ich. Oh, Goldraum direkt hier. Price Bombs. Junge, was ist dieser Run? Komm, jetzt muss ich Glück haben mit dem Layout. Komm schon. Jetzt schieße ich so drei Tränen und die sind alle verbunden mit Blitzen. Und wenn die landen, dann explodieren die auch noch zu Blitzen. Das ist so geil, ey. Ein Würfelraum. Die 100? Lol. Lol. Okay, stark. Starker Run. Das ist ja einfach lächerlich, dieser Run. Ah! Er schreckt vom Stein. Oh nein, das ist Stein! Der Run ist halt wirklich komplett geschenkt gerade. Was bei mir aber nichts heißt. Für euch wäre er geschenkt. Für mich ist es immer noch ein Gamble. Oh, renn rein. Seht ihr? Das meine ich. Lol, noch Charged Friends. Jetzt sind noch Blitze zwischen meinen Buddies. Friends tell the end. Das ist so schlecht. Ich bin so schlecht. Dich mögen wir gar nicht. Wenn du den Run jetzt noch verhaust. Ja, das Ding ist halt, ich muss halt schnell spielen. Das ist halt so meine Schwäche. Wenn ich schnell spiele, dann verkacke ich halt immer insane. Wie du siehst. Eine gelbe Spritze, boah, ich weiß nicht. Abaddon! Junge, was sind diese Items gerade? Abaddon, Rotten Baby und Dark Boom. Junge, aber wenn ich Abaddon nehme, dann habe ich keine roten Herzen mehr. Wisst ihr was? Scheiß drauf, Digga! Nehmen wir noch Dark Boom mit? Wir nehmen noch Dark Boom mit, ne? Er froht jetzt. Nein, nein. Ja, wenn ich halt... Kein HP hab, leider. Aber, Damage down, Tears up. Okay, Shots. Oh, wieder minus Luck. Schade. Wenn ich halt schon ohne rote Herzen spiele, dann brauche ich auch Dark Boom. Weil Dark Boom kann mir ja theoretisch schwarze und blaue Herzen droppen, indem er rote frisst. Weil ich kann ja jetzt eh keine roten mehr einsammeln. Deshalb, ich brauche den. Ich brauche den.
Habe ich da gerade Deadpool als Minion? Are you a wizard? Was passiert damit? Ich hab ja conjoined. Ich meine, ist an sich egal. Ich schieß eher in alle Richtungen und hab Blitze. Ja, ja. Das ist theoretisch mehr Blitze, mehr Shots, mehr geil. Eigentlich schon. Der ganze Raum ist einfach voll mit Blitzen. Was hat mich getroffen? Leute, ich habe nur noch ein Herz. Benutze ich mein Buch? Leute, ich habe nur noch ein Herz. Ich habe nur noch ein Herz, Leute. Leute, ich bin gleich tot. Ich hätte Abaddon nicht nehmen sollen, oder? Jetzt droppen keine roten Herzen, ne? Was hat mich getroffen? Oh, nice, blaues Herz. Was hat mich getroffen, Chat? Oh, Shop wäre eigentlich ganz geil, ne? Ich hatte eigentlich noch Zeit für Shop. Oh mein Gott, der Shrek-Moment. Speed up. Deschki! Dankeschön für den Raid! Was geht ab, Deschkis? Meine Minecraft-Freunde! Hey ho! Habt ihr wieder ein paar Blöcke platziert? Ja? Habt ihr wieder ein paar Enderdrachen bekämpft? Creeper, oh man! Ich komm genau richtig. Ich mache jetzt den geilen Boss Rush. Mit einem geilen Run, den ich jetzt aber throwen werde. Stimmt, du hast heute noch Enshrouded gespielt, ne? Was geht ab, stehender Keggy? Was geht ab? Liegender Ricky? Okay. Let's go, Chat. Das wird jetzt gruselig. Also Ghost Pepper ist raus. Ghost Pepper ist raus. Weil ich habe keinen Luck. Ich habe Minus Luck. Das bringt nichts. Also die Explosion bringt mir auch nichts. Weil das heilt ja nur rote Herzen. Ich habe keine roten Herzen. Aber ich wäre unsterblich gegen Explosionen. Was sehr stark an sich ist. Und Ludo weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ich hab halt diese Tränen hier. Diese roten. Und ich hab halt Homing. Ich glaube, wir brauchen kein Ludo. Aber Soymilk könnte, glaube ich, richtig lustig werden. Ich glaube, Soymilk könnte richtig lustig werden. Ludo würde... okay, sogar überschreiben. Weil Ludo bringt mir gar nichts. Ich habe Homing, ich brauche kein Ludo. Und ich habe diese explodierenden Tränen. Das würde wahrscheinlich Ludo dann auch kaputt machen. Und Zäumel könnte richtig funny sein. Ja, der Damage Down tut natürlich weh, aber das wird jetzt richtig funny. Der ganze Raum wird jetzt voll mit Blitzen sein. Komm, let's go.
Ich habe fast Ludo genommen. Let's go! Dark Boom, gönn! The Brimstone. It's a laser show! Was ne geile Sahne. Chat, wir schaffen noch Hasch, oder? Ach, beim Buch, by the way. Buch vergessen. Ganz wichtig, das Buch lädt sich ja hier auf. Ganz wichtig. Schon ein bisschen verkackt. Hätte ich das Buch vorher benutzt, hätte ich jetzt vielleicht noch ein Herz bekommen können. Was ein geiler Run, ey. Ja, gib mir eine Spinne. Das sind die Momente, wo Isaac besonders viel Spaß macht, Leute. Für diese Runs spielt man das Spiel. Die Pille benutze ich nicht, nicht, dass es gleich eine Telepille ist oder so. Und dann mich hier aus dem Raum rausportet. Das wäre nicht so stark. Boah, vielleicht können wir wirklich noch Hass schaffen, Leute. Von der Geschwindigkeit. Ob ich ihn dann besiege, ist was anderes, aber... Aber dieser Run war ja insane lucky, das ist ja krank. Samson's Chains. Ein Turret. Ja, Turret brauchen wir nicht, ne? Also Turret bringt mir für Hasch gar nichts. Für Hasch bringt er mir gar nichts, den brauchen wir nicht. Ich behalte das Buch, denke ich. Du schredderst den, glaube ich. Einfach im Boss-Rush Herzen farmen, halt wirklich, ja. Ja, wir bleiben beim Buch. Ein Keggy Isaac-Stream an meinem Geburtstag, die pure Gönnung. Alles Gute zum Geburtstag, Akumatas. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Und es könnte, es ist quasi jeden Donnerstag für dich Geburtstag, weil wir spielen fast jeden Donnerstag Isaac eigentlich, ne? Krass, hab vor Ewigkeiten dein Content gefeiert und gestern erst deinen neuen Channel gefunden und jetzt finde ich dich noch live. Crazy, oder? Ich streame fast jeden Tag, außer montags. Okay, Pille? Lockdown, ja okay, Trash. So, müssen uns beeilen. Oh, da ist noch eine Pille. Warp, Speed up. Okay. Speed up. Wie viel hab ich noch? Ich habe noch 8 Minuten Zeit, Leute. Ja, an deinem Geburtstag habe ich noch so einen geilen Run hier bekommen. Das ist ja wirklich, der Tag ist heute gesegnet. Binge momentan sogar deinen VOD-Channel durch. Oha! Ist ein guter Einschlaf-Channel, oder? Kann man schön immer zum Einschlafen was anmachen. Hallo? Hallo? Hallo?
Sind wir noch was? Eine Pille? X-Lag. Junge, was ist dieser Run? Es ist ja wirklich, also lange nicht mehr so krass viel Glück gehabt, ne? Ist viel zu lustig. Boah! Zweite Spritze? Nee, brauchen wir nicht. Einfach gelöscht, den Jungen. Delirium brauche ich nicht, den habe ich schon. Mit Samson habe ich schon Delirium. Mega Satan habe ich auch schon, also ja. Danach machen wir ganz entspannt Dilemm. Ja, rein. Ja, okay, Doppelschaden. Jetzt erstmal den Run Throne. Mrs. Noob, dankeschön. Für 20 Monate. Dankeschön. Und hi. Nice. Imaginary Friend. Imaginary. Kriege ich dann noch einen Buddy? Okay, der ist dann unsichtbar. Nee, brauchen wir nicht. Ich meine, das Blitz zwischen meinen Dingern ist jetzt auch nicht so krass wichtig, aber... Der Buddy bringt's ja auch nicht. Dafür schießt er zu langsam und zu wenig. Price Bomb! Ach ja, dann bleibt's ja trotzdem. Moment, ich kann ja trotzdem den hier machen. Zack. Lol. Wo kommt der jetzt raus? Was hat die Zunge nochmal gemacht, Chat? Payment received. Judas Tang. Was hat die nochmal gemacht, die Zunge? Yo, Eddie Dark. Freue mich, dass du heute streamst. Dankeschön. Für die 10 Euro, Freddy. Eddie. Freddy einfach. Dankeschön. Und Fried. Danke für den Raid. Vielen, vielen Dank für den Raid. Aber ja, Eddie, danke für den Support. Danke für die 10 Euro, Mann. Dankeschön. Five Nights at Eddie's, Alter. Ja. Was geht ab, Fried? Was hast du so geiles gestreamt? Wie du siehst, habe ich einen insane, nice Isaac Run. Sind die Alerts irgendwie lauter als sonst? Ich habe das Gefühl, die sind lauter als sonst. Aber Dankeschön für die 2,50, Felix. Zumme bringt das Devil Deals, die 2 Herzen kosten, nur 1 kosten. Ah, ich hab's dabei, ne? Das ist doch ganz nett, ne? Wenn das überhaupt bei schwarzen Herzen funktioniert. Und da ist unser Hasch. Oh, Sensen! Was ist dieser Run? Also das ist ja auch nice, aber das ist ja mit Luck. Und ich habe minus Luck. Oder ist das nicht mit Luck? Das ist doch mit Luck. Nee, also ich trau mich nicht, weil wir gehen jetzt zu Hasch. Ich trau mich nicht. Ist mit Luck. Leute, ich hab minus Luck. Ja, es ist an sich geil. Mit Zäumilk. Aber ich hab halt minus Luck. Ich hab minus ein Luck.
Ja, es wird auch getriggert, aber es wäre jetzt, glaube ich, nicht so stark, weil ich bin schon im Minus und ich verliere 3 Herzen, Leute. Wir müssen, und ich muss gegen Hush kämpfen. Ich bin nicht so confident gegen Hush. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Ich bleib lieber safe, ja. Ich bleib lieber safe. Brauchst du eh nicht. Ja, ich denke auch. Okay. Wäre spannend, though. Glaub mir, das wird auch so spannend jetzt. Ich bin echt scheiße bei Hush. Ey, dieses dumme Poster, ne? Leute, wieso bekomme ich das Poster immer so spät? Oh Mann. Also für diejenigen, die nicht wissen, was dieses Poster ist, damit schaltet man einen Secret Character frei. Aber ich weiß gar nicht, was damit passiert. Ich glaube, nichts Gutes, ne? Ich glaube, das wird nicht geil. Damit schaltet man einen Secret Character frei, wenn man, während man dieses Item trägt, in einem bestimmten Raum sich tötet. BFF. Ach du Scheiße. Jetzt sind meine Buddies auch noch alle größer und stärker. Schalte ich... Oh. Wieso hat er dein Match versaut? Ich muss dann in einem bestimmten Raum sterben, damit ich den Charakter freischalte, während ich dieses Item trage. Dieser Raum, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jetzt noch kommen kann. Kann der jetzt überhaupt noch kommen, Chat? Range down. Hatte Lachflash in der Combo, so. ja, Tractor Beam ist dumm, der wird nichts bringen, weil ich hab, weil dann, das Geile ist ja gerade mal bei meinem Setup, dass ich in alle Richtungen schieße. Und mit dem Tractor Beam würde ich ja, glaube ich, alle Tränen nur noch gerade schießen. Zwar gerade geil, aber dann wäre dieser geile Piu-Piu-Piu-Effekt weg, oder? Deshalb nehmen wir es nicht mit. Glaub, im Void habe ich noch nie gesehen. Nee, ich gehe nicht zum Delirium. Ich gehe ganz normal zu The Lamp. Aber ich weiß nicht, kann theoretisch noch so ein Sacrifice Room kommen innerhalb von Shuel und Dark Room? Dann kann er kommen, ja. Das Ding ist, Chat. Wenn dieser Raum kommt, dann werde ich mich hundertprozentig umbringen, aber dann ist das für die Believer natürlich scheiße, dann verliert ihr Punkte. Der Run ist dann nicht geschafft. Dann bin ich ja tot. Also ihr müsst jetzt hoffen, dass dieser Raum nicht kommt. Junge, ich mach so viel Damage! Und ich bin so schlecht! Ich hab noch Karte. Aber der Damage ist echt gut. Da waren Fliegen, lol, habe ich gar nicht gesehen. Es sind so viele Effekte, ich kann nicht mal sehen, wo ich stehe und wie ich stehe. Das sind so viele Buddies, die sind so groß. Es ist so schwer gerade zu dodgen. Ich renn rein. Boah, imagine, ich hätte die 3 Herzen noch weggegeben.
Imagine, ich hätte die drei Herzen weggegeben, Leute. Hätte ich diese scheiß Hörner mitgenommen. Ich wäre gestorben. Junge, Junge, Junge. Ich sag ja, ich bin super scheiße in dem Kampf. Beide Speed-Achievements, ja, in einem Run. Das ist sehr nice. Jetzt, egal was passiert, ich habe das Schlimmste geschafft. Wenn ich noch einen Samson-Run machen muss für The Lamp, juckt mich nicht. Wenn ich jetzt sterbe oder so. Ich habe das Wichtigste geschafft. Gulp. Range up, ui. Sacrifice Room incoming, ja. Nee, heute keine Schulstory. Ich habe das Poster gegulpt. Aber das ist doch nicht schlimm, oder? Das ist ja dann trotzdem ausgerüstet bei mir. Weil Gulpen bedeutet ja, du schluckst das Item nur runter und es bleibt trotzdem ja aktiviert. Das heißt, es müsste ja nichts Schlimmes passieren. Chat, kann hier in der Ebene schon Sacrifice Room kommen oder erst in der nächsten oder in beiden? Hier kann einer kommen. Okay, dann müssen wir die Ebene klären. Was für eine Schulstory, es gab keine. Ich habe gestern irgendwie so einen dummen Joke gemacht, wo ich die ganze Zeit den Chat geedged habe und so getan habe, als würde ich eine Schulstory erzählen wollen, aber es gab gar keine. Das ist einfach nur ein dummer Joke. Ey, was hat mich getroffen? Irgendein scheiß Blitz. Nach dem Gulpen geht's noch, aber verschwindet danach. Ja, ich bin ja danach eh tot. Du bist nicht tot. Ach so, ich dachte, man ist dann tot. Das ist der Run vorbei. Ach so, ja, okay, gut. Da ist er, Leute. Da ist er! Ich hab ihn! Endlich! Junge! So, jetzt, also jetzt bin ich One-Hit, ne? Jetzt muss ich Hitlers durchkommen. Das wird jetzt aufregend. Ja, ich habe keinen Mental freigeschaltet. Emperor. Oh. Oh, Leute! Oh! Wir können direkt zum Boss. Oh! Oh mein Gott, endlich. Wie ist das, Chat? Ist das jetzt alles bei The Lost kostenlos gewesen? Ist alles kostenlos gewesen? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Nur eins kann ich mitnehmen. Also Doppelbaby wäre vielleicht ganz cool. Das war, glaube ich, ein ganz nices Item, aber ich weiß nicht mehr, was das gemacht hatte. Nimm die Münzen! Früher waren alle kostenlos, dann haben die es genervt, ne? Es waren diese Scheidungspapiere, aber ich weiß nicht mehr, was die gemacht haben. Ich muss mal kurz scannen. Ne, das ist die Death List. Ach so, nee, die bringt mir gar nichts. Ja.
Dann haben so Gegner in dem Raum so ein Symbol immer im Kopf. Und du musst sie in der richtigen Reihenfolge töten und dann kriegst du Bonus. Deshalb, wir nehmen das Baby, das ist das Einzige, was sich hier lohnt. Ja, Chat. Ich port mich jetzt in den Bossraum und hoffe, er tötet mich nicht. Spectral Tears sind mit Lost stark, ich brauch die ja nicht. Wir gehen zum Boss, wo es keine Hindernisse gibt. Ich habe Piercing, der ganze Raum ist voll mit Blitzen, wir brauchen kein Spectral. Welche App ich benutze, die heißt BOI, also Binding of Isaac, Item Recognizer. Ist auf dem Android, ich weiß nicht, ob es im App Store das auch gibt. Okay, Chat, wünscht mir Glück. Drei, zwei, eins, go. Rakete durch den Run durchgerast. Nice. Aber Moment mal, Chat. Ich gehe off. Moment mal. Habe ich jetzt mit Lost das Achievement gemacht? Er muss ja trotzdem nochmal mit Samsung rein. Holy shit. Alter, was ein geiler Run. Junge, ich habe selten so viel Glück gehabt. Da war ja wirklich nur geile Items am Start. Ich glaube, es gab kein Item, was beschissen war. So wirklich jedes Item, was ich genommen habe, war wirklich geil und hat irgendwie was zum Bild gepasst. Das war schon echt sehr nice. Und dann sogar noch Lost am Ende freigeschaltet. Oh, The Soul ist ein starkes Item. Nice, 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 nice. Leute, wir haben endlich Lost. Wir können endlich Lost Runs grinden. Und ich habe direkt ein erstes Checkmark.